Hallo, mein Name ist Martin Tritschler. Ich möchte Ihnen die Vorteile unserer Schwertbürstentechnologie bei der Reinigung von Papier, Karton und Folienbahnen zeigen. Schauen wir uns hierzu ein Beispiel aus der Verpackungsindustrie an. Beim Bedrucken der Bahnen mit hoher Geschwindigkeit kann sich im Bereich der Druckzylinder Papierstaub ansammeln und festsetzen. Fehldruckstellen, häufige Waschvorgänge und kostspielige Maschinenstillstände sind die Folge. Unsere Webschwertbürste wird vor der Druckmaschine integriert und ermöglicht so einen stabilen Dauerbetrieb mit gleichbleibend guten Ergebnissen. Herkömmliche Absaugsysteme kommen bei hoher Bahngeschwindigkeit und starker Verschmutzung schnell an ihre Grenzen. Schwertbürsten erzielen hier eine deutlich höhere Reinigungsleistung. Die Reinigung funktioniert in drei Schritten: Mikrobefeuchtung der Filamente, Reinigung der Oberfläche, Selbstreinigung der Linearbürste. Die Bürsten stellen wir unter Einhaltung höchster Qualitätsstandards an unserem Standort im Südschwarzwald her. Durch die gleichmäßige Befeuchtung der Filamente bleibt selbst feinster Staub an ihnen haften. Die Flüssigkeit wird in geringer Menge dosiert und hat eine antistatische Wirkung. Die gereinigte Oberfläche bleibt trocken und kann unmittelbar weiterverarbeitet werden. Durch die permanente Selbstreinigung mit Rakel, Druckluftdüsen und Absaugung wird ein stabiler und wartungsarmer Dauerbetrieb sichergestellt. Um empfindliche Bahnkanten zu schonen, werden die Bürsten in diesem Bereich angehoben. Die Kombination aus versetztem Eingriffspunkt und gegenläufiger Wischrichtung ermöglicht dennoch eine lückenlose Reinigung. Ein pneumatischer Druckpuffer gleicht Materialschwankungen aus und sorgt für einen konstanten Andruck auf die Oberfläche. Beim Anhalten oder Wechseln der Bahn können die Bürsten pneumatisch angehoben werden. Unsere Reinigungstechnik ist für zahlreiche Anwendungen im Bereich Verpackung, Druck und Converting geeignet. Gerne berate ich Sie in einem persönlichen Gespräch zu Ihrem speziellen Anwendungsfall.